Wenn ich darüber sprechen würde, wenn ich das täte, was würde ich Ihnen erzählen? Wir reden über The Shape of Water. Das ist der neue Film eines der führenden Regisseure im fantastischen Kino. Der Mann heißt Guillermo del Toro. Der hat einerseits so zarte Glasbläsereien wie Pans Labyrinth gedreht und andererseits solche Dampframmen wie Pacific Rim. Und der Film, über den wir jetzt reden, heißt Shape of Water, hat die Filmfestspiele von Venedig gewonnen, hat einen Golden Globe eingesackt und ist für 13 Oscars nominiert. Heute erhalten wir ein neues Objekt hier in T4. The Shape of Water ist die glitschigste Märchenromanze, die es je gegeben hat. Also es geht um ein Mauerblümchen, um eine stumme, aber nicht taube Frau, die Sex mit einem menschenähnlichen Fischmonster hat. Und das funktioniert als Poesie, das funktioniert als Liebesgeschichte, das funktioniert als fantastischer Film, das funktioniert also als Horrorfilm, als Fantasyfilm und sogar ein bisschen als Science-Fiction-Film. Die Frau Esposito, gespielt von der unfassbar guten Sally Hawkins, die eine ungeheure Energie entfaltet in diesem Film, weil sie einfach mehr für sich will, als was man so bekommt in Liebesgeschichten. Und klemmt sich ganz schön dahinter, dass sie das auch kriegt, inklusive die Vereinigten Staaten von Amerika zum Zeitpunkt des Kalten Krieges in riesige Gefahr bringen und sich mit den Russen einlassen und dann doch nicht und so. Also da kennt sie nichts. Der zweite Grund, warum es funktioniert, ist das Fischmonster. Denn das Fischmonster ist außerdem ein Gott. Und es wird ja tatsächlich höchste Zeit, dass Frauen anspruchsvoll genug werden, dass sie wieder so denken wie in der Antike, also vor der langen christlichen und modernen Pause, wo es ganz normal war, dass interessante Frauen sich natürlich mindestens mit Göttern einlassen. Es dürfte das sensibelste Objekt sein, das wir bis dato in dieser Einrichtung hatten. Der dritte Grund, warum es funktioniert, ist, dass die Person, die am meisten dagegen hat und dagegen tut, dass diese Liebesgeschichte zu sich kommt, denn man braucht natürlich ein Hindernis, wenn ein Weg interessant sein soll, der unfassbare Michael Shannon ist, die fieseste Drecksau, die seit langem durchs Kino gelaufen ist. Erledige es wie immer, erledige es. Klar? Klar? Wer soll da reingehen? Ich würde sagen, alle Menschen, die schon mal verliebt waren, alle Menschen, die vorhaben, irgendwann verliebt zu sein, oder alle Menschen, die sich total davor gruseln, sich zu verlieben, weil für die alle ist was drin. I know why, and so